Hallo, ich bin Lennart. Hi, und ich bin Florian. Wir sind Forscher am CEM, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, und dem AKH, dem Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Das bedeutet, wir beschäftigen uns damit, wie der Körper auf mikroskopischer Ebene aufgebaut ist und wie dadurch Krankheiten erklärt werden können. Und zusammen mit euch wollen wir heute eine virtuelle Reise zu den kleinsten Bestandteilen unseres Körpers machen. Denkt einmal über euren Körper nach. Die Oberfläche ist mit der Haut bedeckt, doch eure Augen, euer Mund, euer Herz und eure Lunge sieht vollkommen anders aus und erfüllt auch vollkommen andere Funktionen. Zum Beispiel das Sehen, das Schmecken, das Blut zu pumpen und zu atmen. Die unterschiedlichen Teile des Körpers nennt man Organe. Dass diese so verschieden sind, liegt daran, dass sie aus verschiedenen Bausteinen aufgebaut sind. Also Lennart, ist das so ähnlich wie mit Lego-Bausteinen? Wie heißen denn diese Bausteine? Genau, diese Bausteine nennt man Zellen. In unserem Körper sind 30 Billionen davon. Als Beispiel dafür, wie verschiedene Organe aufgebaut sind, wollen wir uns heute die Haut anschauen. Schaut euch mal eure Hand an. Die könnt ihr ja noch mit eurem Auge sehen. Doch was befindet sich darunter? Okay, wenn wir jetzt unsere virtuelle Reise fortsetzen und in die Haut reinschauen, dann sehen wir, dass diese aus sehr vielen unterschiedlichen Schichten besteht, die alle unterschiedliche Aufgaben haben. Zum Beispiel wachsen aus einigen die Haare, wieder andere bilden kleine Leitungen, um das Blut zu pumpen, und andere sind dafür da, um Fett zu speichern. Wenn man nun die farbigen Schichten nochmal genauer anschaut, sieht man, dass diese aus kleinen, kugelartigen Elementen aufgebaut sind. Das sind die Zellen. Jede von diesen Zellen ist wie eine kleine Stadt. Puh, ganz schön viel los in dieser Stadt. Wie jede Stadt braucht auch diese Stadt, unsere Zellstadt, Energie. Die wird von den Mitochondrien produziert. Das sind quasi die Kraftwerke der Zelle. Die Energie, damit die Kraftwerke funktionieren können, wird durch das Essen bereitgestellt, das ihr jeden Tag zu euch nehmt. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass ihr euch gesund ernährt, damit die Zellen ideal funktionieren können. Aber Lennart, wofür brauchen die Zellen die ganze Energie eigentlich? Die produzierte Energie wird unter anderem dafür benötigt, um Proteine herzustellen. Das passiert im endoplasmatischen Retikulum, sozusagen der Fabrik der Zelle. Wofür brauchen wir denn die ganzen Proteine, die dort hergestellt werden? Die Proteine sind zum einen der Bestandteil der Zelle selbst. Und zum anderen dienen sie auch als Informationsmittel. Das heißt, sie sind wie kleine Nachrichten, um die einzelnen Bestandteile der Zelle zu informieren, was gerade gebraucht wird. Sie sind auch Nachrichten, um zwischen einzelnen Zellen zu kommunizieren. Ihr seht, obwohl die Zelle mikroskopisch klein ist, ist sie sehr gut organisiert. Dazu gehört auch, dass alles miteinander verbunden ist, um die Stoffe und die Proteine zu transportieren. Das passiert über das Zytoskelett, quasi das Straßennetz der Zelle. Wenn wir jetzt unsere Reise in den Zellkern vorsetzen, dann seht ihr, dass dort die DNA ist. Und von der DNA habt ihr bestimmt schon mal gehört. Sie ist wie ein großes Buch, in dem alle Baupläne stehen für die Produkte, die in der Zelle hergestellt werden. Und je nachdem, welche Baupläne gerade gebraucht werden, hat die Zelle unterschiedliche Funktionen. Zum Beispiel kann sie sehen, schmecken oder es wachsen Haare aus ihr. Bisher haben wir uns nur unseren eigenen Körper angesehen. Aber wie ist das eigentlich bei anderen Lebewesen denn? Dieses Prinzip gilt für alle Lebewesen. Von Bakterien zu Pflanzen zu Tieren und uns Menschen. Alle bestehen aus Zellen, in denen die DNA darüber bestimmt, wie sie aufgebaut sind. Wow, und das, obwohl alle Lebewesen so unterschiedlich sind. Das ist wirklich beeindruckend. Stimmt, der Bauplan in der DNA ist eben immer ein bisschen anders. Unsere gemeinsame Reise ist hier leider schon zu Ende. Aber wir sind weit gekommen. Von unserem Körper und der Hand, die wir noch mit dem Auge erkennen können, bis zu den Schichten und den Zellen und ihren Bestandteilen, für die wir ein Mikroskop brauchen, um sie zu sehen. Falls ihr zufällig kein Mikroskop zu Hause habt, die Reise aber nochmal nachmachen möchtet, dann könnt ihr dies mit unserer CEM AR-App. Die Links dazu findet ihr unter diesem Video. Außerdem gibt es noch ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, was ihr heute alles gelernt habt. Viel Spaß damit!